Licht, was? Da liegt einfach rohe Haut und anderes. Ah, jetzt können sie die Hütte bauen. Jetzt haben wir Leder. Rohe Haut. Wird sie getrocknet. Gut. So, F7. Wie viel haben wir denn? Naja, noch nicht genug. Wir haben nur einen Holzhaufen. Lager. Bauen wir hier noch einen Steinhaufen. Und dazu, was bauen wir noch? Eigentlich ein Lagerhaus wäre nicht schlecht. So. So. Wieder Schöpffeuersteine holen. Bisschen. Lass mich mal in die Technologien gehen. Ja, ich glaube, wir gehen. Wir sagen, machen es so, wie das Spiel es uns gesagt hat. Gehe auf das. So, nicht Wohnhäuserproduktion, der Nahrungstrockner. Wir müssen uns vorbereiten auf andere Krisen. Lagerfeuerstelle haben wir schon. Meilenstein freigeschalten. Bisschen sammeln. Okay. Was hat das jetzt für eine Bedeutung? Ja, Punkte erhalten. Gut. Egal. Brennmaterial. Nahrung zu kochen und warm zu bleiben. Holzscheite. Mehr Leute. Unsere Wirtschaft ist zu stark. Das ist schlecht. Baut noch ein Haus. Dann läuft das. Lagerzelt. Gut. Da passt jetzt was rein. Also vorwürfig, ja, dass da was reinpasst. Das hier, komm, das entfernen wir wieder. Ist jetzt nicht so Priorität. Da können wir noch eine zweite Arbeitsstelle für Stöcke sammeln machen. Nämlich hier, weil da sieht's ziemlich voll aus. Machen wir sie hier runter auf ein. So, Werkzeuge haben wir eigentlich momentan. Was ist das hier? Gut. Jetzt ziehen wir einfach ein paar davon und mal sehen. Die werden schon irgendwas bringen. So, dann können wir mal gucken. Wir können gleich wieder was erforschen. Hunde domestizieren. Okay. Ist ja klar, wir können Tiere holen. Das könnte nützlich werden. Immer Knochen sammeln. So, ihr beide. Okay, warte, nein. Wir gehen auf die Ursicht und holen uns ein paar Tiere. Jagen. Ah, verstehe. Erwachsen. Die sind mal jagdfrei jetzt. Viel Spaß euch allen. So, holt sie euch. Keine Überlebenden. Ich will hier die Viecher tot sehen.
Der Jäger läuft noch. Okay, den haben sie sich gegönnt. Musste schon zu zweit drauf, okay. Verstehe. Das Ding, das kriege ich nicht nieder. Das bringt mich eher nieder. Drei Schaden benötigt für Bogenschießen Steinschleuderherstellung. Mhm. Aber wir nehmen uns erstmal das. Gerben, was gibt's noch? Begräbnisrituale. Na gut, noch haben wir keine Toten, also noch brauche ich, glaube ich, das nicht. Knochenwerkzeuge, ja, die sind ein bisschen besser. Wow, kontinuierliche Produktion. Sollen Masse gemacht werden. So. Wie sieht's sonst aus? Das Haus wird nicht beendet, weil wir kein Leder haben. Getrocknete Haut, okay. Dann gehen wir wieder auf die Ursicht und du bist tot, du bist tot und du ebenfalls. So. So einfach geht das. Man sagt aber, wer tot ist. So, dann machen wir jetzt wieder normal. So. Mal gucken. So, Rohstofflager sind... Handel. Ein Händler. Was haben wir mit, was wir mit den Händlern handeln können hier? Investizierung. Wieder auch Technologien. Okay. Schwert. Was gebe ich dir dafür? Oh, ich sehe schon. Das ist ein schlechter Deal, den können wir uns nicht leisten. Der ist teuer. Lass angekommen. Egal. Lass den Händler wieder gehen. Der hat nur was, was zu teuer ist. Kleidung. So, Ursicht, wir brauchen mehr. Ja, also Stoffe für... Okay, das nicht. Wo sind denn hier alle Tiere hin? Sind die alle verpisst? Schlachten. Jagen. Jagen. Okay, wo sind hier alle die schwachen Tiere? Schon schlecht, wenn die alle weg sind. Hm. Ah, da hinten. Ja gut, kein Problem. Die kriegen wir noch in Zukunft. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt Knochenwerkzeuge. Was fehlt noch? Davon noch einen, ja. Dann baue ich hier noch einen Holzetrockner. Anschließend bauen wir hier noch ein Haus. So. Es ist kalt. Es ist Winter. Schlecht. Mehr jagen. Wo sind noch Tiere? Da. Das ist ab sofort Jagdwild. Und was haben wir noch? Dich. Schwein, junges Weibchen. Männchen. Das Männchen ist ein bisschen gefährlicher. Verstehe. Das ist relativ genau. Wir haben kein Brennmaterial. Ja. Weiß auch schon warum. Ah, da haben wir schon geräuchertes Fleisch zum Essen.
Hier noch ein Lager hin. Für Holz. Gut, also Lebensmittel haben wir. Was fehlt? Brennmaterial. Brechen wir hier ab. Das brauchen wir, weil wir brauchen mehr Holz. Okay, Leute. Ui. 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 Ui, 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 ui. Wir sind gerade rapide gewachsen. Also sehr schnell. Gut, 7. Siedwerkzeugen. Ja, war. Gut. Winter überlebt. Ah ja, gut. Das ist schon mal interessant. Keine warme Kleidung. Gut. Wir produzieren jetzt auch Knochenwerkzeuge. Ein Sturm zieht auf. Das ist schlecht. Das mag ich gar nicht. Die ja alle an, zack, habe ich keinen Platz mehr, weil ich nicht mehr, was ich machen soll. Ach, da haben wir doch. Keine warme Kleidung. Ich weiß schon, bis jetzt kann ich aber gerade nur Leder-Outfit. Leichtes Outfit aus Leder. Gut, Wärme bringt mir das da, aber... Haben ist haben, ne? Das bringt mehr Rüstung, glaube ich. Es ist Tannin. Keine Ahnung, wir sammeln Tannin. Habe ich gehört. Tannin. Jo. Sonst läuft's. Als Erinnerung an die gefallenen Vorfahren. Oh. Was hat sie? Kenn mich nie aus. So, dann kann ein Kleiderstück beinhalten. Ah. Galt. Ja, gut. Ihr solltet euch mal Kleidung nehmen. Ist nicht so, als hätten wir nichts, ne? Heute schützen Menschen vor kalten Temperaturen. Du musst unbedingt eins davon Bewohner besitzen, wenn du warm bist. Was brauchen wir fürs Outfit? Hohe Priorität. Los, da rein. Ich brauche Kleidung. Heißt, wir haben hier mehrere Menschen, die ohne Kleidung rumlaufen. Geht nicht. Verdammt viel. So. Produziert Kleidung. Kleidung. Von diesen Gebäuden und diesen Handwerksschuppen. Weil doch relativ nützlich sind. Ne? Packen wir mal die Spielgeschwindigkeit hoch. Es ist frühlingmäßige Temperaturen. Hat sich eine Krankheit zugezogen. Rentier ist geflohen. Er ist angekommen. Was hast du? Uff. Ey, hab nix. Das ist schlecht. Der Winter hat uns ausgelaugt.
ich das hier hoch. Uff, die Gesundheit geht runter. Krankheit beeinträchtigt. Bleib in deiner Wohnung. Was anderes weiß ich auch nicht. Okay. Den Händler kann ich nichts anstellen, den brauche ich nicht gerade. Ich habe keine Kleidung. Uff! Nicht im Weg stellen, Leute. Das ist gefährlich. So. Meilenstein. Neo-Farmer. Gründer für Früchte frei. Okay, Größenordnung. Ein Steinkreis. Das Geheimnis des Stahls. Das hat sich eine Stahl. Okay. Ja, bald domestizieren wir auch Dinge. Bald. Noch nicht. Also die Belastung ist schon wieder hoch. Na toll. Die Leute hier arbeiten mehr als 100%. Das ist auch interessant. Uff, die macht nicht mehr mit, wenn es so weitergeht. Gott, die ist ja genauso im Arsch. Den fehlt Werkzeug. Produziert. Auch. Den hier. Gleich. Gut. Das läuft nicht allzu super. Aber egal. Sollten wieder mal. Gut, eigentlich Nahrungsprobleme haben wir nicht. Das ist geflohen. Jagen wir eigentlich gerade noch? Zum Lager. Ich habe anscheinend die Kamera zu weit weg bewegt. Aber die Auslastung ist nicht mehr so extrem. Es ist auch schlecht. Da ist es. Wie kann ich die Moral steigern? Das ist so das, wo ich mir denke, so, Wie? Okay. Weiß nicht, manche haben eine gute Moral und sonst wie, ja, aber ich weiß nicht, die haben irgendwie eine schlechte Moral. Ich glaube, einfach weil es denen schlecht geht. Die zum Beispiel braucht Erholung. Die hat Erholung, aber die hat Hunger und. Ja. Ist verwundet. Oder geschwächt. Also sollte es wieder hochgehen bald, hoffe ich.
Werkzeuge geht es. Das ist der Punkt. Ah. Hier werden jetzt Waffen und Werkzeuge produziert und hier wird Kleidung produziert. Priorität setzen wir wieder auf normal. Setzen wir hoch. Und wir setzen beide hoch. Fertig. Problem gelöst. Okay, die Belastung ist immer noch hoch. Gut, was soll man sagen, ne? Wir bauen uns hier gerade eine Siedlung auf. Da braucht man nun mal ein bisschen Leistung. Mhm. Gott. Es sind auch unterschiedliche Varianten. So, F7. Gut, wir brauchen wieder Forschungspunkte. Kleidungsproblem haben wir jetzt mittlerweile gelöst. Ich baue aber noch einen Heutetrockner. Ruhm. Einmal länger. Okay. Ist das meiste drin. Okay, wir brauchen mehr Stücke. Erhöhen wir das Produktionslimit. Mit der Hoffnung, das sollte helfen. Oder ein Esel. Gott, so viele Esel! Also wir könnten jetzt Massenmord begehen. Wenn wir jetzt da hingehen und die ganze Truppe von uns senden und die alle abschlachten. Aber ich will, dass hier ein paar mehr Tiere rankommen, deswegen lassen wir das. Weil ich brauche jeden Typen. Jedes Tier dann für später, weil meine Wirtschaft muss ja dann laufen. So. Schon, die sind voll ausgerüstet. Viele haben Hunger. Warum habt ihr Hunger? Ihr habt genug Essen, ihr könnt es doch immer essen. Viel geräuchertes Fleisch. Keiner ist. Ich glaube wegen der Überlastung. Ist zu viel für die Leute. Du gehst jetzt hier hin und
grabst du hier was zu essen. Die Aufgabe mit verringerten Effektivität ausführen. Das weiß ich selber. Du isst jetzt auch was. Das gibt's doch nicht. Ich's essen wollen. So, du bringst erst deine Stöcke weg, die du dabei hast. Davon hast du nämlich viel zu viele. Ja, das machst du. Hol dir Essen und dann ist alles gut. Wenn man das Essen hat, aber es keiner nimmt. Auch gut. Packt man das Ganze mal wieder auf 8 und dann... So. Halten wir es auf 10, das wäre. Nur wieder ein Problem. So, wir können wieder forschen. And I'm feeling good.